Liebe Zuschauer von Oskar im Freitag TV, dem Gotha Lokalfernsehen, wir befinden uns heute vor dem Kindergarten Spatzennest in der Moslerstraße. Welche Abwechslung die Kinder heute erwartet, schauen wir uns gleich mal an. Habt ihr das schon mal gesehen? Zu Gast hier im Spatzennest sind heute die Musiker der Philharmonie. Neben mir befindet sich jetzt auch eine Musikerin der Philharmonie, die den Kindern heute eine willkommene Abwechslung geboten haben. Wie sind Sie das denn? Wie kam denn die Philharmonie darauf, solch ein Programm auf die Beine zu stellen? Ja, im Prinzip ist es so, dass wir ja im Moment normale Konzerte gar nicht spielen dürfen. Ja, das ist uns leider aufgrund der Krise mehr oder weniger untersagt. Und das ist für uns natürlich sehr schade. Wir haben unser letztes Konzert am 12. März meines Wissens gespielt. Das ist jetzt schon sehr lange her. Und ich muss ehrlich sagen, uns fehlt es natürlich, die Musik zu machen. Man kann zu Hause Musik machen, das ist das eine. Man kann sicherlich üben, aber man möchte auch gerne in Gesellschaft spielen erstmal. Das dürfen wir, glaube ich, seit dieser Woche überhaupt, dass wir zu fünft auftreten dürfen. Vorher waren es nämlich immer nur zwei Leute. Aber nichtsdestotrotz, das macht uns riesig Spaß und für uns ist es eine große Herausforderung. Es ist einfach was völlig anderes, als im Orchester zu sitzen, wo wir natürlich viele Leute sind. Hier hat jeder die Verantwortung. Verantwortung für sich selber. Das Schöne daran ist, dass wir unsere Programme selber zusammenstellen und selber aussuchen. Also hat das ja auch einen kleinen Vorteil. Und wie ist es für Sie persönlich? Macht es einen großen Unterschied aus, ob Sie jetzt vor einem großen Publikum spielen oder eher vor einem kleinen wie hier, den Kindern? Also ein Unterschied ist es auf jeden Fall. Es ist eine ganz andere Art des Spielens und ich muss aber sagen, das ist ein sehr dankbares Publikum und deswegen, es macht riesig Spaß mit den Kindern. Man ist ja immer in Interaktion, man kann miteinander reden und das, also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Ich mache das jedenfalls sehr gerne. Ich denke, ich spreche da auch für meine Kollegen. Also es ist wirklich schön so. Damit bedanke ich mich bei Ihnen schon wieder für diesen Einblick und jetzt werden wir mal fragen, wie es denn den kleinen Zuschauern gefallen hat. Und in diesem Märchen bekommt die kleine Clara zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt. Und wie haben dir heute die Musiker gefallen? Toll. Können die auch mal wiederkommen? Mhm. Ja, alles so ja. Schön? Okay, danke schön.